Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Dawn of Man mit Voucher im Steinzeitalter. Schön, dass ihr wieder reinschaut, meine Lieben. Die Felder von Sedilia werden bearbeitet. So muss es sein. Für heute steht natürlich wieder einiges auf dem Plan. Unter anderem werden wir heute hoffentlich erwischen, wie die Leute da oben diesen Dolmen fertig bauen. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Da fehlt ja nur noch ein Stein. Einmal. Und jetzt müsste ich mal gucken, ob die schon unterwegs sind. Oh ja, aber so wird es wahrscheinlich dieses Jahr nichts mehr, meine Lieben. Muss ich mir mal kurz direkt angucken. Wir haben jetzt Ende Sommer, glaube ich, gell? Zwei Mann ziehen den Hinkelstein in Richtung... Oh, lala, überleg mal, da weißt du auch, was du geschafft hast am Ende des Tages, ne? Okay, aber sie sind auf jeden Fall auf dem Weg. Das haben wir gut gemacht, das läuft. Wenn wir heute mal schauen, wann das da drüben ankommt. Da freue ich mich sehr drauf. Des Weiteren will ich heute einen Brunnen bauen. Wir werden den Brunnen freischalten, sodass wir zentral im Dorf eine Wasserversorgung haben, eine stetige. Dann brauchen die Leute hier nicht immer das Wasser extrahieren. Ich könnte mir vorstellen, dass uns das einen entscheidenden Vorteil bringt, was auch die Belastung dann angeht. Das schauen wir uns heute an und dann möchte ich natürlich ein bisschen darauf hoffen, dass die Palisade fertig wird und wir einen Platz finden für unsere ersten Ziele. So, wie sieht es denn mit der Futterbeschaffung aus? Geht momentan natürlich nach unten. Wir haben auch schon lange nichts mehr gejagt. Wir haben Frühling. Ach, wir kommen erst in den Sommer. Dann können wir uns ein ganz kleines bisschen Zeit lassen. Beziehungsweise, wenn du schon gerade allein bist, mein Freund, hoffe ich doch mal, dass der Jagdtrüpple sich auf den Weg macht. Boah, da steht gerade alles voll. Sind die jetzt gerade erschrocken, weil der Baum da gefällt worden ist? Sieht so aus, gell? Ich glaube, da muss ich mal tatsächlich dieses HI-Gespinst reinmachen und einfach mal ein paar Leute hier losschicken auf die Jagd. So. Weil da unten nämlich auch gerade ganz viele Tiere sich hier versammelt haben. So, Moment, ich gehe auf die 1. Ihr dürft auch das hier jagen. Ihr dürft das hier jagen. Dann haben wir wieder Fleisch, dann haben wir frisches Leder und diesen alten Bullen. Okay, den haben wir noch erwischt vorher. Und was auch immer, hier könnte da eigentlich gleich weitermachen. Okay, die restlichen lassen wir von mir aus wegrennen. Das müsste erstmal reichen, dass wir wieder genug Leder haben. Ne? Leder ist jetzt im Anmarsch, Fleisch, Knochen werden nachproduziert. So muss es sein. Da brauchen wir, glaube ich, nicht so oft hingucken. Seid ihr da? Habe ich euch zugeschalten? Ist das eine gemütliche Geschichte? Auslastung ist auf 100%, so muss es. Das läuft, dann lass uns doch mal... gucken. Wir haben auch schon ewig keinen Tierangriff mehr gehabt, gell? Oh ja, und einen Wachturm muss ich auch noch setzen. Und übrigens, von den Dingern bin ich mittlerweile so begeistert hier, von diesen hölzernen Plattformen, dass wir das komplett um die ganze Geschichte rummachen. Nicht, dass mal irgendwann von da hinten ein Angriff kommt und wir uns hier nicht verteidigen können, ne? So, meine Lieben, also gehen wir mal rein. Den Brunnen. Ich schalte uns jetzt hier aus dem neolithischen Zeitalter die Brunnengraberei frei. Wir lesen natürlich, erlaubt es dir, Brunnen zu bauen, die effizienter sind, als Wasser vom nächstgelegenen Fluss oder See zu sammeln. Sehr cool. Was? Wasserkraft? Das kommt, glaube ich, ganz im letzten Zeitalter. Brunnen bieten Siedlungen eine stetige Versorgung mit Wasser. Sie können innerhalb der Siedlungsmauern gebaut werden, damit die Menschen nicht zum nächstgelegenen Fluss laufen müssen. Und die sind billig. Frage ist natürlich, wo genau finde ich jetzt bei Produktion wahrscheinlich, oder? Bei Produktion? Bei Produkten vor allem. Ich sehe hier keine Brunnenbauarbeiten. Doch, da ist er. Das ist der Brunnen. Oh, ist der Mini. Normal ist ja der Brunnen eigentlich so zentral im Dorf, ne? Ich habe einen Totem hier stehen. Na gut. Da ist bei mir sowieso das ein oder andere ein bisschen anders, als man es gewohnt ist. Hier wäre ein wunderschöner Platz für einen Brunnen. Ach, guck mal. Hier habe ich auch einen Hinkelstein angedacht. Ey, dann würde ich das jetzt hier wegmachen. Hier brauchen wir keinen Hinkelstein, dann baue ich hier meinen Brunnen hin. Ich muss allerdings den Hinkelstein schon noch irgendwo dann hinsetzen. So, komm, perfekt. Direkt hier kann man rausschlappen, kann sich ein Schlückle Wasser holen und gut. Und was wir gestern ebenfalls festgestellt haben, wir brauchen nochmal Begräbnisstätten. Und zwar große Höhlen, die von einem geschützten Felsen. Das ist ein Bestattungsbauwerk. Dann warten wir erstmal ab, bevor ich jetzt hier noch kleine Gräber hinmache und das hier dann sich so doppelt, ne? Sieht jetzt schon ein bisschen... Ah ne, jetzt geht's noch, weil wir halt nur zwei verschiedene Formen haben leider, ne? So, meine Lieben, dann kommt hier der Brunnen hin. Den würde ich tatsächlich auch mal priorisieren. Die Mauer wird fertiggestellt. Soweit haben wir das alles im Griff. Das läuft, ne?
So, wie sieht's hier aus? Da sieht's gut aus. Dann kann ich doch jetzt aber, wenn der Brunnen gebaut wird, normalerweise meine Wasserextraktion, obwohl ich habe das jetzt so, dass es auf die Bevölkerung eingestellt ist, das ist gut. Das heißt, die produzieren nicht mehr und dann ist es ja eigentlich auch egal, wie viel ich im Lager angelegt habe, ne? Und einen lasse ich hier mal weiter versorgen. Und dann gucken wir mal, was uns der Brunnen bringt. Und mein Tier, ich brauche immer noch den Platz für meinen kleinen Stall, für meinen ersten. Ich hätte es ja schon gerne da hinten hin gehabt, aber da wehrt sich das Spiel. Oder wir machen es wirklich so, dass ich den hier. Hier hatten wir gestern gesagt, komm, wir probieren es mal. Wir gehen auf Wohnhaus, auf Stallung. Ja, ich darf es hier hinsetzen. Nicht überall. Hier baue ich es hin. Vielleicht kann man da später noch einen Obstbaum oder so dazusetzen. So, hier wird er gebaut. Was brauche ich dafür? Alles Materialien, die wir haben, ne? Stroh haben wir 16, 4 werden benötigt. Wir brauchen 8 Lehm und wir haben 59 Lehm eingelagert. Ein neuer Mensch wurde geboren. Du bist aber schnell herangewachsen. Wie siehst du denn da aus, mein Digga? Forkal. Fäkal. Mr. Fäkal. Weil er noch in die Windel macht. Holst du dir gerade Klamotten? Schade, dass sie so ineinander durchlaufen. Das irritiert mich dann doch immer ein bisschen. Ich bin mal gespannt. Der zieht sich jetzt an. Machst du dem alten Platz? Hat der Riesensteg in der Hand gehabt? Geh schon wieder auf Kohldampf. So, mein Lieber. Das sind wir ja mal gespannt jetzt. Jetzt kommt der Umziehaktion. Da gucken wir kurz weg. Und? Parenga, Sommerklüftler angezogen. Und gleich an die Arbeit gemacht, oder? Mal gucken, mit was er anfängt. Vielleicht geht er auch wieder heim. PlayStation zocken. Gut, da sind wir noch eine Weile weg, bis wir das freigeschalten kriegen. Ladi, lala. Jetzt lernt er erstmal die Bräuche. Auch was ich auch gucken wollte. Weil ich es gerade hier sehe. Beeren sammeln sollte man ja schon im Sommer zumindest, ne? Und offensichtlich habe ich das Bärensammelgebiet. Ich gehe mal kurz in die Ursicht. Dann finde ich nämlich hier die Dinger schneller. Arbeitsgebiet wilde Pflanzen sammeln. 4 Leute habe ich dafür abgestellt. Und das Zeug ist innerhalb des Dorfs. Ich würde das Arbeitsgebiet für die Bären, damit wir die Büsche uns hier erhalten, sollen wir das umsetzen? Hier ist auch Zeugs, ne? Ich mache das mal hier hin, aber ich würde es tatsächlich nicht verringern. Die sollen einfach weiter hier sammeln. Nur nicht mehr im Dorf. Die paar Büsche, die können wir uns hier gerne erhalten. Huch, falscher Knopf. Aus der Ursicht geht's mit Tab raus. Nani. Fleisch haben wir nachbesorgt. Knochen und Leder haben wir nachbesorgt. Ein Brunnen ist hier am Entstehen. Die ersten Material. Ich habe gerade gesehen, wie du das Steak dahin geschleift hast. Du machst aber hier einen Fake-Kocher rein, ne? Da sieht man nämlich gar nichts hier. Vielleicht bräuchten wir auch noch eine zweite Feuerstelle. Wobei wir hauptsächlich getrocknetes Fleisch für den Winter sammeln, ne? Und das bisschen, ey, ist ja nichts los hier drin in der Aufgabe Warteschleife. Na, 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 na. Schönes Spiel. Gefällt mir sehr gut. So, Leute. Der nächste große Zauberschritt. Oh, die bauen hier meinen zweiten Kornspeicher, Getreidespeicher. Sehr schön. Dann kann ich ja normalerweise den zweiten Dings wieder hinsetzen. Den möchte ich auf keinen Fall verzichten, auf meinen Strohballen hier. Wie sieht's denn aus? Das bedeutet, es ist nicht wirklich in derselben Flucht, ne? So ist er zu nah dran. Da muss ich ihn hier hinsetzen. So, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt pass mal auf, wir hatten letztens so eine wunderschöne Übersicht. Meilensteine, Verteidigung, Technologien, Ressourcen. Hier, wir haben 10 Karren. Wir haben domestizierte Tiere. Ne, das sind die Limits. Da bin ich dann hier falsch, ne? Wir hatten so eine Übersicht gefunden. Ich weiß leider nicht mehr, wie ich die jetzt wiederfinde. Hier, die habe ich gemeint. Guck mal, Gemeinwohl ist bei 96%. Deswegen haben wir auch Nachwuchs bekommen, ja? Dann haben wir bei Ruhmespunkte, Mist, bekannte Siedlung ist. Hängt von deiner Bevölkerung, Gebäude und Technologien ab? Ah, die Bekanntheit, okay. Dann haben wir 30 Leute, 32 Plätze. Das ist die Aufteilung. Hier.
Fünf Tiere, davon sind fünf Hunde. Und bald werden wir Ziegen haben. Wie kam ich jetzt auf 10 Wegen? 6 Schlitten zeigt er mir hier an. Oh, da müssen wir jetzt gucken, der wird bestimmt schon bald da sein. Ja, wie viele Leute ziehen denn den Wagen? Gerade einer. Kriegst du das überhaupt bewegt allein? Gorik, eine alte Frau. Die hat wahrscheinlich zu viel Obelix-Heftchen gelesen. Gorik, komm, ich helfe da mal. So. Draoen. Immer die Frauen, die bei uns das schwere Zeug sie erledigen, oder? Das ist der Wahnsinn. Guck dir mal an, die Wissenspunkte kommen auch schon langsam wieder dazu. Was macht denn mein Stall? Natürlich nichts. Der ist auch noch nicht priorisiert. Was macht denn unser Brunnen? Aha. Der Brunnen hat die Arbeit aufgenommen. Sehr schön. Sehr schön. Läuft. Bin ich zufrieden. Also wir erwarten jetzt, dass der Dolmen da errichtet wird. Dann gucke ich, wie viele da beerdigt werden können und ob überhaupt. Der Sommer ist noch nicht mal zur Hälfte vorbei. Ich würde fast sagen, ich gehe noch mal mit meiner HI-Aktion. Mit meiner HI-Aktion. Gehen wir mal jetzt kurz so rüber. Der arbeitet auf dem Feld. Die anderen wandern hier großartig herum. Dann schicke ich euch auf die Jagd. So. Dann sind wir mal gespannt. Da vorne sammeln sie sich gerade am Feld. Ich würde sagen, wir gönnen uns mal wieder diese Ansicht. Es ist schon eigentlich der absolute Hammer, wenn du so siehst, wie so eine Truppe auf die Jagd geht, die Hunde dabei hat. Oh je, ist Frischlingle, will ich nicht unbedingt im Bild haben. Jetzt legt sich's auch doch gerade hin. Aber es geht ums nackte Überleben. Der Grüne ist den sie zuerst jagen, oder? Okay, und jetzt rennen die natürlich los. Der Grüne ist da hinten. Ja, die gehen erst auf den Grünen. Das ist halt das Problem. Wenn sie dann so tausende von Meter weg sind von zu Hause, fliegt der Vogel durchs Bild. Habt ihr den jetzt? Die nächste Frage, die sich mir stellt, ist, nehmen die auch die anderen jetzt noch mit, die ich angeklickt habe? Wer weiß, wo die sind, ne? Da vorne rennen sie. Hier. Die müssten doch jetzt normalerweise hier. Machen sie nicht. Machen sie irgendwie nicht, gell? Jetzt machen sie es. Manchmal muss man nachhelfen. Ich habe einfach immer Panik, dass wir zu wenig zum Essen haben. Dann nimmt dann lieber den hier. So, das muss reichen. Das muss reichen. Den da können wir wieder deaktivieren. Ich weiß gar nicht, wann ich den aktiviert habe. Der Kleine soll von mir aus auch eine Chance kriegen. So, meine Lieben. Jetzt gucken wir mal, wie weit das hier ist. Oh, jetzt ist eine ganze Truppe dran. Macht ihr das dann auch mal zwischendrin, wenn ihr zockt, dass ihr euch einfach nur mal die Mädel. Mich stören die Dinger dann immer so ein bisschen. Man sieht zwar dann ganz gut, dass sie eigentlich gerade Bedarf haben an irgendwas, aber. Weiß ich, ich will halt schon, dass ihr das jetzt da hochschleift. Mal gucken, wie weit sie kommen, bis sie Pause machen. Na, ni, na, na, na. Ich kann euch nicht schneller, ne? Einer rennt weg. Okay, jetzt lassen Sie die alte Frau hier wieder alleine. Ist es überhaupt die alte Frau oder ist mittlerweile hier durchgemischt worden? Digga, du kriegst bestimmt gleich Unterstützung. Trotzhack. Mr. Trotzhack. Okay, die sind halt jetzt ein bisschen ausgepowert. Was machen meine Gründe hier? Das haben wir ja auch neu organisiert. Im Moment sieht es gut aus. Hier wird gefischt mit einer Person. Und hier drüben, haben wir gesagt, wird gefischt mit zwei Personen. Ja, ist okay. Die Gründe halten sich dann länger, ne? So, guck mal. Es fehlen noch zwei Stämme. Für mich immer das Zeichen, mal ganz kurz zu schauen, wie es mit dem Holzhacken aktuell aussieht. Die roden schon ordentlich ab, gell? Die roden schon ordentlich ab. Ich hoffe, das Zeug wächst auch irgendwann mal nach. Oh, tatsächlich, guck mal. Da wachsen junge Bäume nach. Schön. Dann können wir auch ein bisschen drauf achten, dass wir vielleicht die Felder jetzt mit so Bäumen, weißt du, dass wir hier so einen Baumkranz anlegen. Dass der dann später wegkommt,
Der kommt dann später weg und dann wächst hier so ein kleiner Wald nach. Dann können wir ein bisschen Landschaftsgestaltung mit reinflechten. Sehr geil. Also Brunnen haben wir gebaut, läuft. Hier ist es nicht mehr weit. Dann haben wir das Gebäude heute das erste Mal drin. Und gibt es denn noch Schwachstellen an meiner Mauer? Da zum Beispiel, ja. Da sind noch Lücken drin. Die würde ich gerne schließen. So. Ansonsten, hier ist nur eine Lücke. Dann haben wir es tatsächlich jetzt geschafft, über viele Jahre die Mauer anzulegen. Da drüben halt noch. Das lasse ich aber mal offen jetzt. Das priorisiere ich jetzt im Moment mal noch nicht. So, meine Lieben. So sieht es aktuell aus bei uns. Sind wir da schon am Ernten? Hülsenfrüchte. Kann man die eigentlich auch irgendwie priorisiert einsammeln? Momentan nicht, ne? Ne, machen sie von alleine, aber. So, meine Lieben. Futter ist oben. Die Belastung geht langsam auf den Punkt, wo sie muss. Ich glaube, wir können uns jetzt erlauben, hier das Ganze zu priorisieren. Komm, wir gucken uns jetzt an, wie das hier fertiggestellt wird. Wir wählen ihn aus. Torzak. Meine Jungs, der hängt schon in der Luft hier, der Kollege. Ein Junger und ein Alter, er lernt ihn praktisch das Tageswerk. Okay, ich mach eins. Jetzt bauen sie es, ne? Überleg mal, wie viel Kraft und Energie du aufbringen musstest, um sowas dann früher herzustellen. Der Dolmen ist im Bau. Wo gehst du hin? Sie ist in Bewegung. Dra, eine erwachsene Frau. Bewegt sich hier. Das ist nur hübsche, ne? Und die hilft hier auch mit. Sehr, sehr cool. Der betet schon. Ah, ne, der formt. Oh, wie gut! Träumle, oder? Ah, und das haben wir richtig gut hingesetzt hier oben. Das sieht absolut top aus hier. Der Dolmen. Bauwerk Dolmen, zwei Wissenspunkte haben wir bekommen dafür. Schön. Hier können wir jetzt 10 Leute beerdigen. Das ist ganz gut, dass wir den gebaut haben. Dann brauche ich hier nicht so viele kleine Anstückel, ne? Meine Lieben, absolutes Bild. Wieder hier oben droht. Haben wir da eigentlich noch was gehabt, was ich noch nicht gebaut habe? Spiritualität. Die Totenkopfpfähle kennen wir. Das Totem kennen wir. Steinkreis wäre noch eine Idee. Und ein einzelner Hinkelstein. Den hätte ich gerne zum als Eingangsbildnis hier vielleicht verhaftet. Ah, da hätte man ein bisschen weiter reinbauen müssen. Wie wäre es denn hier? So. Und der Steinkreis, der kommt natürlich auch noch. Ich frage mich jetzt nur im Moment, wo wir den hinbauen wollen. Weil das ist ja eigentlich so ein Monument wie das hier oben, ne? Da könnte man vielleicht hier. Oh, hier wäre ein schöner Platz für einen Steinkreis. Schade. Und hier oben drauf darf ich es auch nicht, gell? Ja, und ein neuer Mensch wurde geboren. Ich will das nicht zu sehr zusammenklatschen, alles, aber ich will auf jeden Fall den Steinkreis sehen. Hier würde er hinpassen, aber da sind die Felder. Vielleicht machen wir einfach so eine Art Mekka, so einen Punkt, wo die auf dem Weg sein müssen. Wo sie hinpilgern müssen oder so. Bringt es halt nicht viel, weil sie viel, viel zu lang unterwegs sind, gell? Wildschwein ist geflohen. Ja, hast du verdient. Da hinten darf ich es nirgends reinbauen. Ich gucke gerade mal so ein bisschen die Umgebung ab. Vielleicht finde ich irgendwo einen schönen Platz im Berg. Nee. Hier darf ich es nicht. Hier darf ich es auch nicht. Haben wir eigentlich jemals geguckt, was da hinten? Weißt du, das ist so eine Pilgerstätte, wäre schon auch eine coole Geschichte, finde ich. Da wäre es nicht zu weit weg, wenn ich es hier hinbauen dürfte. Das wäre eine wunderschöne kleine Hochebene. Hier. Meinst du, ich darf den hier hinbauen, wenn ich die Hölzer hier zum... Das könnten wir probieren. Wenn ich den Platz nochmal wiederfinde. Dass man einfach auch mal so eine Ecke macht, wo man wirklich im Detail... Das ist ein Kirschbaum gewesen. Ey, den mache ich mal frei, den Punkt. Finde ich den wieder? Der ist arg weit raus, gell? Cooler wäre eigentlich da irgendwo. Hier wäre es geiler. Pass mal auf, wir machen es anders. Ich mache das rückgängig.
So. Ne, vier die Felder und dann hier auf der Ebene. Den machen wir weg. Den machen wir weg. Und den machen wir weg. Und dann gucken wir mal, dass wir hier so eine kleine Anhöhe erwischen, wo wir das hinbauen. Zur Not mache ich es hier unten irgendwo hin, ne? So, Leute. Ich hatte die Tiere im Hinterkopf. Da will ich heute gucken, wie weit wir kommen. Es fehlen noch zwei Stämme. Der erste bringt den hier. Sind die Wegen eigentlich alle in Benutzung gerade? Ziemlich, gell? Was mich viel mehr interessiert eigentlich, ist, ob Brot gebacken wird. Die Mehlmalerei, da ist noch nichts. Aber die sammeln doch das Zeugs noch, oder? Das kommt bestimmt jetzt gleich. Halten wir mal die Augen drauf. Ich habe das Gefühl, dass da was nicht stimmt. Ansonsten wäre natürlich ganz klar, dass wir demnächst mal irgendwann wieder eine der Hütten erweitern. So. Die wird erweitert. Das ist gut. Müssen wir nämlich gucken, bevor wir jetzt hier noch einen Besucher kriegen, damit es nicht zu eng wird. Das haben wir echt toll hingebaut da oben. Das gefällt mir saugut. So, meine Lieben, ich gucke nochmal ganz grob, ob alles soweit da ist, was wir brauchen. Leder ist in Bearbeitung. Unsere Nahrungsmittel reichen locker für den Winter, wenn wir das so wenn wir den Stand so halten. Dann haben wir hier die Geschichte am Start. Eingelagert ist viel. Sieht eigentlich recht gut aus momentan. Sehr gechillt. Was natürlich ebenfalls noch fällig wird, ist dann hier der nächste Wachturm. Da kann ich allerdings erst ran. Den Baum lasse ich stehen, der gefällt mir saumäßig gut. Wobei der eigentlich viel zu nah an der Palisade ist. Aber ist ja nur ein Spiel, ist ja nicht das wahre Leben. Bärenangriff. Oh. Okay, von wegen, oh. Jetzt müssen wir natürlich den kleinen Weg machen. Der überlebt es ja nicht. Den habe ich zur Jagd freigegeben, den auch. Beziehungsweise den können wir weglassen. Warte mal, mit H und I war das, gell? Ich vergesse das nämlich immer. So. Alle, die eine Waffe tragen. Okay. Unverhofft kommt oft. Die Frage ist, wo der Kleine da hinten jetzt rumturnt. Der haut ab, ne? Wenn der abhaut, ist kein Problem. Was läuft denn hier? Da kommen noch mehr Bären. Das ist eine Riesentruppe. Okay, wir machen langsam. Den Bärenangriff haben wir abgewehrt. Das ist wichtig. So, jetzt schauen wir hier nochmal, ob wir das heute noch zu sehen kriegen. Die Stallung. Da fehlt immer noch der eine Stamm. Wir haben 14 Stämme. Da müsste normalerweise jetzt mal einer vorbeischnalzen und das Ding hier reinlegen. Willkommen im Herbst übrigens. Ich gucke gerade mal geschwind. Der zieht sie vorbei. Die dringt. Jetzt. Nee. Der Händler ist angekommen. Was hast du im Angebot? Gibt's irgendwo. Ziegen. Erwachsenes Weibchen. Wert 40. Eine Ziege. Ein Handelswert von 56. Wir zähmen uns die lieber selber, glaube ich. Vor allem fehlt ja hier immer noch der Stamm. Der bringt ihn. Und jetzt wird er gebaut, Leute. Da schauen wir natürlich zu. Ansonsten habe ich jetzt auch gesehen, dass sie anfangen, die Körner, Getreide einzusammeln und entsprechend Mehl herzustellen. Da müssten jetzt auch bald die ersten Brote oben reinlaufen. Mehl ist in der Produktion, Brot noch nicht. Aber es ist automatisch angewählt, ne? Ja, das dauert halt jetzt seine Zeit. Hey, unser Stall wird fertig. Ich weiß natürlich nicht, ob man den umranden muss mit irgendwas oder ob die Tiere einfach vor Ort bleiben, ne? Ich glaube aber, die bleiben vor Ort. Was schön zu sehen ist, hier diese Struktur. Warte mal, können wir das in groß mal angucken? Das machen wir nämlich auch sehr selten nur. Verwaltung. Werte. Nee, das war das nicht. Ressourcen, Limits, Meilensteine, Verteidigung, Technologien. Die kann man doch auch in groß angucken. Ich weiß nur leider nicht mehr, welcher Menüpunkt das war. Arbeitsgebiete, Verwalten, Ursicht, Spielgeschwindigkeit, Hilfe. Und das war das hier, ne? Auf jeden Fall sieht es gut aus. Wir haben super viel Nahrung.
für den Winter, für den kommenden. Und im Moment sogar eine ausgeglichene Belastung. Okay. Stelle. Platz für ein Tier. Dieser Slot kann Tierfutter beinhalten. Tierfutter muss ich gleich nachlesen. Tierlimits. Limit ist auf unbegrenzt gesetzt. Nur sehr alte Tiere werden geschlachtet. Ja, so will ich's. Derzeit keine Tiere darin. Füttere Tiere. Verbesserte Stein. Sehr interessant. Was mich interessiert, ist jetzt Tierfutter. Schlachterei habe ich jetzt gelesen. Stöcke, Lehm, Stroh, Steinstelle, Ziegendomestizierung. Domestizierung erlaubt es dir, wilde Tiere zu zähmen. Sobald die Technologie erforscht ist, kannst du wilde Tiere fangen oder kaufen. Um ein wildes Tier zu fangen, musst du ein Jungtier der richtigen Art auswählen und dann auch fangen. Okay, das machen wir dann gleich. Stelle, sonst werden die Tiere minder sterben. Also wir brauchen genug Platz in den Ställen, soweit klar. Steinstelle, Stelle. Schafdomestizierung, Schaf, Mafflon. Ich nehme an, dass die halt Tierfutter einlagern, Stroh oder so, ne? Oh, wieder ein ehrenwertes Mitglied von Sedilia über der Jordan gesprungen. Erstmal wahrscheinlich, so wie ich euch kenne, werden die Mats eingesammelt von ihm. Der liegt im Feld übrigens. Ja, die werden den schon weg. Ist das dann der Erste, der vielleicht oben in unserem Dolmen beerdigt wird? So Leute, jetzt wollen wir eigentlich nur noch gucken, dass wir eine Ziege finden, dass wir die gezähmt kriegen. Vielleicht haben wir ja Glück und da ist gerade eine irgendwo. Hier. Die kann ich nur jagen. Komm, ich lasse euch mal leben, dass ihr Junge macht. Hier ist eine Junge. Junger Steinbock. Fangen. Wer geht denn jetzt los und fängt mit denen? Das dauert jetzt wahrscheinlich 100 Jahre. Ein neuer Mensch wurde geboren. Das ist auch nicht schlecht. Oh oh. Der hat die gerade aufgeschreckt. Hast du gesehen? Die Frage, irgendwer muss mir die jetzt fangen. Ich möchte die kleine Ziege haben. Ich sehe keinen unserer Dorfbewohner. Eine Ziege. Ist die jetzt erwachsen geworden, bevor ich sie fangen konnte, oder? Das ist natürlich doof. Hier hätten wir nochmal einen Steinbock. Keiner kommt sie holen. Das ist sehr, sehr schade. Vielleicht ist es denen einfach zu weit weg. Beim Ding hat es geklappt, ne? Als wir den kleinen Wolf da gezähmt haben. Ja, wir werden früher oder später schon eine bekommen. Kaufen tue ich keine, ne? Die sind sauteuer. Tierlimits. Ja, müssen wir halt Geduld haben. Früher oder später sind wir im richtigen Moment dabei. So, dann sind wir für heute eigentlich schon an einem guten Punkt, muss ich sagen. Bin sehr, sehr zufrieden. Ich mach mal die Uhr sich kurz. Wie geil ist denn das bitte? Die Bestattung ist es vom Forzak oder wie er hieß, ne? Wow. Schon ein ganz kleines bisschen wieder ein Highlight, finde ich. Schön. So sieht es dann aus, wenn du im Dolmen stehst. Krass. Wir gehen wieder auf den Winter zu, ne? Ich hätte so gerne eine Ziege gehabt jetzt. Kann man es nachvollziehen? Okay, da sehe ich gerade einen Baum umfliegen. Wie sieht es denn aus mit der Steinkreisstelle? Das war hier irgendwo angedacht, gell? Hast du gesehen, der Bär hat sich gerade aufgestellt. Stellst du dich nochmal auf für uns, dass wir dich sehen, wenn du dich aufbäumst? Ja, danke, Alter. Hammer, oder? Oh, wie ist das cool gewesen jetzt. Mein Steinkreis. Boah, das wäre ja noch eine coolere Stelle, wenn man... Ich probiere es hier nochmal. Spiritualität. Ne, da haben wir es schon. Der ist größer als ich.
Hier wäre es so geil gewesen, oder? Ah, schade, schade, schade. Brauchen also einen gewissen Platz. Hier wäre auch cool. Nee. Da brauchst du. Doch, guck mal. Hier. Ist auch nah genug an zu Hause. Ein bisschen eine Pilgerstätte. Absolut cool. Wir werden uns wahrscheinlich eh noch in die Richtung auch entwickeln müssen. Ich finde übrigens, dass unsere Felder richtig gut geworden sind, ne? Hier vorne raus. Haben sich die Lücken eigentlich geschlossen? Das Haus ist im Umbau. Nee, das muss repariert werden. Welches haben wir denn umgebaut? Dieses hier, glaube ich, gell? Ja, das heißt, wir haben jetzt insgesamt Platz für 33 Leute noch. Sehr gut. Also für einen zusätzlichen noch. Das haben sie tatsächlich zugemacht. Unsere Wall ist halt tatsächlich jede Runde jetzt weiter gewachsen. Ich guck mal ganz kurz, ob wir noch Lücken haben. Ja, hier ist noch eine kleine Lücke. Machen wir zu. Und dann sind wir tatsächlich auch schon hier vorne dann angekommen. Oh. Oh. Ich sehe eine Riesenlücke. Und zwar eine, die nicht geschlossen wurde. Mal gucken, ob wir die schließen können. Probieren wir mal. Ja. Sieht zwar nicht so toll aus wegen dem kleinen Knüppels da hinten, aber es ist auf jeden Fall dicht. Und dann würde ich sagen, die nächste Priorisierung wäre dann das da. Und dann haben wir ja das Ding zu, ne? Mensch, ich will noch eine Ziege. Ich eier die ganze Zeit nur rum, weil ich hoffe, dass hier nochmal eine Ziege vorbeischnalzt heute. Gehen wir kurz in die Ursicht. Vielleicht sitzt ja hier hinten. Wer ist denn ihr? Ne, es ist unser Gebiet hier. Arbeitsgebiet. Hier ist ein kleines Wolfsrudel. Wildschweine. Dann gehen wir mal um den See herum. Da sind noch. Hier sind Ziegen. Fupp. Fupp. So. Mal gucken, ob einer kommt oder nicht. Ja, wir sind aber auch super ausklasse. Das heißt, der Arbeitsauftrag, die Ziegen jetzt zu fangen, der steht hinten an, ne? Dann werden wir es morgen sehen, meine Lieben. Weil da kommt jetzt erst einer rangeschnalzt, nehme ich an, wenn wir. Können wir mal gucken oder wir überprüfen es einfach mal. Wenn wir die. Wo waren das? Ressourcen, Ressourcen, Limits, Meilensteine. Wo haben wir das wieder gesehen? Das habe ich mir alles noch nicht so genau gemerkt. Ach, hier sind weitere drin. Hier, Aktivitäten. Unproduktiv ist keiner, alles klar. Schaubilder, die habe ich gesucht, alles klar. Okay. Domestizierte Tiere. Insgesamt 5 Tiere. Ziege, insgesamt eine. Da ist tatsächlich eine Ziege drin. Dann macht es das von allein, aber die läuft jetzt hier nicht außen rum, ne? Ich dachte, dass man die vielleicht aussieht. Ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Alles klar, dann läuft es auch parallel irgendwie. Ne, wenn wir jetzt praktisch hier durch sind, mit der Aufgabe, irgendwo müsste jetzt ausstehende Aufgabe hier. Hast du gesehen? Solange das hier nicht aktiv wechselt. Es sei denn, ich kann. Es sei denn, ich kann. Da ist ja noch eine. Die machen das dann schon, aber halt erst, wenn sie so weit sind, ne? Ich bin natürlich jetzt trotzdem der Meinung, dass wir. Dass wir. Vielleicht haben wir Glück und es passiert ja noch. Drei Fliegen sind da drin. Ausstehende Aufgaben. So, da ist jetzt, siehst du? Der geht jetzt los zum Ziegenzähmen, ne? Ja, so kann man das auch ein bisschen beobachten. Bei dem Wetter. Hol dir die kleine Ziege und lass dich nicht vom Bär fressen. Okay. Beschwört sie. Wir gucken mal, wen wir da eigentlich am Start haben. Weißt du was? Die gebe ich auf. Sonst rennen unsere Leute hier den halben Winter übers Ding.
ist denn der jetzt? Hier, da steht immer noch ein Beschwört. Und zwar heißt er Troeck. Ein alter Mann und seine Ziege. Aus der Ziegensicht, so sieht es aus, wenn du eine Ziege wärst und du wirst gerade domestiziert. Und du traust dem alten Mann nicht und hoffst, dass es schnell vorbei ist. Er hat's geschafft. Läuft die jetzt mit dir heim oder was? Krass. Und die müsste doch jetzt normalerweise dann irgendwann da vorne in unseren Stallungen auftauchen, oder? Das werden wir morgen sehen. Hier ist auf jeden Fall Futter und Wasser eingelagert. Geile Geschichte. Meine Lieben, wir sehen uns morgen wieder. Dann gehen wir wieder aus dem Winter raus, ganz gemütlich. Nahrung stimmt noch. Unsere Aufgabenliste ist jetzt ausgeglichen. 62% Belastung. Ausstehende Aufgaben sind getrockneter Fisch, den Steinkreis bauen. Ne? Das wird jetzt eine ganze Weile offen sein, der Steinkreis. 6 Stück fehlen halt noch. Nur gespannt, wie lange das dauert. Bis morgen.